11.45 Uhr in der UV-Redaktion in Vechta. Ein Team vom NDR ist da und interviewt als erstes unseren Redaktionsleiter Ulrich Suffner. Es geht unter anderem um die Frage, welchen Stellenwert die Lokalzeitungen in der heutigen Zeit haben. Auch wenn an diesem Tag ein NDR-Team bei uns zu Besuch ist, heißt das nicht, dass unsere tägliche Mittagskonferenz ausfällt. Ganz im Gegenteil. Dabei werden schließlich die Themen des Tages einmal durchgesprochen, damit alle UV-Reporter auf dem gleichen Stand sind. Das NDR-Team möchte heute unsere UV-Reporter Lars Chovanitz und Matthias Niehus bei ihrer Arbeit begleiten. Die zwei sind also die Protagonisten vom NDR-Beitrag. Der nächste Termin im Anschluss an die Konferenz steht schon an. Nun heißt es schnell weiter zum Rathaus. Jetzt bloß nicht stolpern, denn wir haben einen Termin beim Bürgermeister. UV-Reporter Matthias Niehus und Lars Chovanitz interviewen Bürgermeister Helmut Gelz. Der NDR ist mit dabei. Hoppla! Nun werde auch ich vom NDR gefilmt, wie ich für die UV filme, wie der NDR uns filmt. Sowas passiert einem auch nicht jeden Tag. Zwischendurch gibt es mal einen kurzen Check, ob auch alles gut im Kasten ist, bevor UV-Reporter Lars Chovanitz interviewt wird. Der NDR-Redakteur möchte unter anderem wissen, wie Lars bei seiner täglichen Arbeit so vorgeht. Szenenwechsel, Fußballplatz. In dem aktuellen Thema von unseren UV-Reportern geht es schließlich um den Wunsch der Vereine nach Kunstrasenplätzen. Und das NDR-Team will einfangen, wie unsere UV-Reporter das Thema Wunsch nach Kunstrasenplätzen recherchieren und bearbeiten. Gar nicht so einfach, hier den Überblick zu behalten. Weiter geht es vom VfL Eute zum SFN Vechta. Auch hier machen sich unsere UV-Reporter ein Bild von vor Ort. Nun wird ebenfalls Matthias Niehus vom NDR-Team interviewt. Den Beitrag vom NDR zum Tag der Pressefreiheit gibt es am 3. Mai um 18.45 Uhr in der Sendung Das und danach in der NDR-Mediathek.